Let's Dance Show 5 und gefühlt war alles anders als sonst. Mhm. Aus einem Hartwig wird ein Köppen, aus einem Weltmeister ein kleiner grüner Kaktus und aus einem Mike Singer wird auch aus Lambis Sicht endlich ein Mike Tänzer. Nur bei uns im Nähkästchen, da bleibt alles wie immer zum Glück. Einziger Unterschied heute ist, dass wir beide uns ein bisschen gründlicher als sonst die Zähne geputzt haben heute Morgen. Denn unser heutiger Gast ist nicht nur Tänzer, sondern auch Zahnarzt, The Dancing Dentist, Alessio Lannister! Yes! Lass mal checken kurz. Ja. Let's Dance, der Nähkästchen-Talk mit Cornelius Strittmatter und Erik Schroth. Made in Germany ist nicht nur die Show von vergangenem Freitag, sondern natürlich auch das Nähkästchen von heute oder besser gesagt Made in Köln-Deutz. Mhm. Und wir haben alles pickepacke vollgepackt. Wir gucken nämlich in das Let's Dance Space Shuttle. Außerdem tanzen wir Salsa und wir verraten natürlich den ersten Tanz der kommenden Show. Ja, also alles rund um Let's Dance in Hülle und Fülle oder besser gesagt in Hülle und Füllung heute. Du sagst es, unser heutiger Gast ist so ein bisschen was wie der Batman unter den Tänzern. Oi. Am Tag Zahnarzt und wenn es dann dunkel wird, wird er zum Tänzer. Ich bin sehr gespannt, was er uns so erzählt. Alex ist da, hi. Mega, vielen Dank Jungs für die Einladung. Es ist ein geiles Wohnzimmer, was ich hier aufgebaut habe. Ich fühle mich wohl, danke. Wir bemühen uns. Ja, wir vermissen dich kläglich in dieser Staffel. Letztes Jahr hast du deine Premiere gefeiert, aber ich glaube, dieses Jahr hast du noch viel wichtigere Aufgaben, nämlich ein Baby zu hüten. Ja. Yes. Wie läuft's? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also eine schöne Aufgabe. Es hat sich natürlich einiges verändert zur vergangenen Staffel, aber ich vermisse es auch. Aber ich freue mich jetzt, meine Frau Patricia und andere Kollegen auf jeden Fall vor dem Bildschirm mit dem Kleinen immer zu unterstützen. Der geht langsam so ins Bett Richtung 10, 11 Uhr na, und ich gucke dann nochmal die Sendung zu Ende. Und das macht echt großen Spaß, aber freue ich mich natürlich, wenn es Möglichkeiten gibt, auch auf der Bühne zu stehen. Du sagst es gerade, Unterstützung. Wie macht ihr das als junge Familie? Mhm. Patricia steht so unter Strom, sie ist jetzt wieder eingesprungen mit Matthias zusammen. Und wie schafft ihr das dann gleichzeitig noch so tollen Couple-Content bei Instagram zu posten? Du, es ist einfach eine gute Organisation gefragt und vor allem, ich glaube, unsere Geheimwaffe ist, dass wir das gemeinsam machen. Mhm. Das heißt, wir besprechen alles, wir planen alles, man hat einfach echt wenig Zeit, also wenn der Anruf von Let's Dance kommt, meistens irgendwie mittwochs, du hast eine Zeitspanne von 5 Minuten, ne, um dich irgendwie zu entscheiden und meistens ist man dann örtlich nochmal getrennt voneinander. Man kriegt einen Anruf, du, guck mal, ich wurde angerufen, können wir irgendwie umdisponieren, weil wir haben echt ein bisschen was zu tun, auch außerhalb von Let's Dance und kleines Baby natürlich auch, das kannst du nicht einfach so einpacken und gehen, das muss ja noch ein Essen bekommen und natürlich hat das, weiß ich nicht, die Kleinen sind so groß, aber haben so viel Klamotten, also das ist wirklich unglaublich, du hast immer Übergepäck. Diese und, Babys. Das Baby ja. Übergepäck. Ich finde das Bild ganz schön, dass du sagst, wir kriegen dann mittwochs immer den Anruf von Let's Dance. Genau. Sitzt Patricia schon dann da und denkt so, ah, wann rufen sie denn wieder an, mit wem darf ich noch heute tanzen? Ja, sind schon gepackt. Ja, fast, weil normalerweise ist jeder Tag bei uns durchgetaktet, sowohl in der Zahnarztpraxis als auch, wir unterrichten viel, wir haben viele Paare, die haben auch viele Meisterschaften jetzt, die wir vorbereiten. Wir haben noch parallel 2 weitere Unternehmen, wir machen Trainerausbildung, Wertungssichterausbildung. Also, warte ganz kurz, cool. Also, wirklich, wo ist Zeit für irgendwas anderes? Der Wikipedia-Eintrag nimmt kein Ende hier. Aber natürlich lieben wir Let's Dance und wir lieben die Family hier bei Let's Dance, deshalb versuchen wir es irgendwie möglich zu machen, dann immer eine Unterstützung zu leisten, aber es ist nicht so einfach. Aber wir haben das jetzt so scherzhaft gesagt, ne? Am Mittwoch kommt der Anruf. Wie macht Patricia das? Woher nimmt sie diese Power, dann so kurzfristig einzuspringen? Also ich kann mir das kaum vorstellen. Ja, das ist eine gute Frage. Respekt an Sie, echt Respekt an Sie. Also wir haben wirklich maximal 2 Stunden Zeit, um alles einzupacken, weil wir bereiten das vorher natürlich nicht vor, weil das wäre ja unsinnig. Ne? Also du weißt ja nicht, ob der Anruf kommt oder nicht. Und ja, der Kleine, der liegt da und wartet einfach, bis er sozusagen genommen wird, ins Taxi gepackt wird und dann zum Flughafen geht. Aber das Coole ist, es gefällt ihm. Mhm. Wir machen nichts, was den Kleinen irgendwie stört oder was ihn irgendwie aus der Bahn bringt oder seine Entwicklung hemmt. Er liebt das und wir integrieren ihn in unser Leben. Und natürlich haben wir auch ziemlich häufig Omis bei uns, also entweder Schwiegermama oder meine Mutter, die uns unterstützen, weil ohne würde das einfach nicht gehen, weil ich bleibe auch natürlich manchmal in Hamburg, um das Ganze sozusagen geschäftlich auch weiter zu führen. Na gut, die Löcher in den Zähnen, die bleiben auch weiter, das heißt, da musst du auch ran. Ich finde das immer so faszinierend, ich darf ja freitags vor Ort sein und ich sehe dann immer, wenn während der Sendung, wie oft Patricia rauskommt und läuft schnell in die Garderobe und du siehst schon, dass sie quasi im Laufen sich hier die Pailletten aufknöpft, so halb, um das Kind irgendwie zu versorgen. Also wirklich Wahnsinn. Was sagst du denn zu ihrer Leistung
in der vergangenen Show. Ich glaube, sie hatten nur 1,5 Tage Zeit, um mit Matthias zu trainieren. Ich fand es hammermäßig, ja, trotz des kleinen Vertanzes. Ja, Matze ist einfach so ein geiler Typ, ne? Also ja, wirklich mit seinen Kostümen immer. Das sah cool aus, das sah grandios aus zusammen. Und vor allem die Inszenierung, die sie da ja, dargestellt haben, die kam auch rüber, fand ich. Also über den Bildschirm hinaus. Und du, das ist, man ist gewohnt als Profi sozusagen flexibel zu bleiben und uns schnell umzuswitchen auf neue Partner, auf neue Schüler sich einzustellen. Das ist unser Job und ja, das spricht eigentlich nur für die Professionalität, ne? Und man muss sagen, er hat für den Ohrwurm des Abends gesorgt, glaube ich. Also ich hatte es am Tag danach noch im Kopf. Aber audiovisuell muss man sagen. Ja, nicht nur für den Ohrwurm, sondern er sah einfach als tanzender Kaktus auch noch fantastisch aus. Es hatte so ein bisschen was, man könnte auch sagen, außerirdisch, galaktisch Gutes. Ja. Er war grün, aber kein Marsmännchen. Aber, ja, was ist das für eine Überleitung? Ich frage mich auch gerade, aber sehr gut. Marsmännchen passt trotzdem zu dem, was jetzt kommt, weil wir haben mal einen Blick gewagt, und zwar in das Space Shuttle von Let's Dance. Mhm. Da, wo quasi das Licht der Welt gemacht wird. Also bei Let's Dance ist ausnahmsweise mal nicht der liebe Gott derjenige, der sagt, es werde Licht, sondern er hier, Udo. Hi. Hi Udo. Der Vergleich passt, oder? Ja, ich will mich jetzt nicht als Gott bezeichnen, ne? Aber Licht mache ich schon an und aus. Ja. Ich wollte gerade sagen, Licht machst du schon an und aus, aber es sieht natürlich anders aus, als man das vielleicht kennt, wenn man ins Wohnzimmer geht. Ja, es ist mehr als ein Lichtschalter, ist richtig, genau. Wahnsinn. Wie viele Knöpfe sind das? Habt ihr mal gezählt? Nee, aber einige, ja. Aber vielleicht weißt du die Knöpfeanzahl nicht, aber weißt du die Lampenanzahl so in etwa? Also wie viele Lampen sind tatsächlich in so einem Studio wie jetzt hier für Let's Dance ungefähr verbaut? Ungefähr haben wir so 500 bewegliche Lampen. Also wirklich Lampen, die sich bewegen können, die Farbe können, die alles Mögliche können. Und nochmal so knapp 200, 250, die wirklich nur statisch sind, die bunt können. Zwar ne, sämtliche Farben, aber einfach nur fest eingerichtet sind und fest sind, genau. Wie lange dauert denn sowas, bis die alle hängen? Boah, das ist eine gute Frage. Also die MLS, der Technikdienstleister hier, der... Du darfst alles erzählen bei uns. Wir sind im Nähkästchen, da plaudert man ja alles. Die bauen schon wesentlich früher auf. Also ich glaube, 2 Wochen vorher hängen die schon mal alles rein, was in der Decke hängt. Und dann kommt der Dekobauer, baut die ganze Dekoration auf und sowas, dass sie sich in die Gehege kommen. Und dann nochmal später wird der ganze Boden gebaut, die LED-Wand und, und. Also es dauert schon so 2 Wochen, glaube ich, sind das. Die, allein ja, der Einbau des Lichts und der anderen Technik. Ja, man unterschätzt einfach, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ja, ne? Total. Wie läuft das denn ab, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, wann ihr die neuen Songs bekommt, ne, der Tänze, ja, wie läuft das ab? Ihr bekommt einen Song und überlegt euch dann, wie das Licht aussehen könnte. Ich meine, das muss ja immer genau auf den Takt passen. Wie funktioniert denn das? Genau, also wir kriegen meistens montags schon die Vorahnungen oder die Vorideen. Das, sprich ein Moodboard, da steht drin so von wegen, ah, der und der tanzt mit dem und dem Lied, so und so sieht das Kostüm aus und das stellen sie sich vor. Und da können wir uns schon überlegen, was wir zusätzlich haben, also Zusatzlicht oder irgendwas Spezielles. Das machen wir meistens mit der Mareike zusammen. Und mittwochs kommen wir dann hier hin, programmieren die Lieder. Also wir kriegen sozusagen erst mittwochs die finalen Songs, meistens sogar erst im Laufe des Tages. Wir kriegen so Vorab-Versionen, manchmal finale Versionen. Überlegen uns dann, was wir programmieren können, was wir Schönes dazu machen können, programmieren das alles. Und ja, Donnerstag sehen wir es dann das erste Mal mit Tanzpaar, mit Kamera, mit allem drum und dran. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, freitags wird hier ein Song abgefeuert und ihr drückt letztendlich nur noch einen Knopf und das läuft von alleine? Jein, genau. Also wir haben, also ich programmiere mir das halt so, dass ich das alles auf einer Liste habe, sozusagen für jedes Ding. Also Intro, Chorus, Vers, Bridge, Breakpart, habe ich immer eine Lichtstimmung. Ich habe nicht so viel verstanden gerade, aber ich weiß also nicht, musikalische Parts, genau. Und genau, die steppe ich dann einfach im Endeffekt nur noch durch. Da ist halt alles hinterlegt, gespeichert, was welche Lampe machen soll und welche Intensitäten, welche Farben und alles. Und was passiert, wenn da jetzt so einer wie ich um die Ecke kommt und sagt, ach, was sind das denn eigentlich für schöne Knöpfe, kann ich da mal so... Ja, klar. Wir haben Spaßbuttons. Nee, kaputt kannst nichts machen. Wir haben immer gespeichert. Also wir haben so ein Auto-Backup an. Wir haben ja ganz viele Buttons, wenn du mal Lust hast, hier zu drücken. Das sind so. Nein, ich habe natürlich keine Lust. Ich glaube, das verleitet doch jeden, oder? Klar. Also darf ich einfach da drauf? Natürlich, einfach da. Meine Damen und Herren, wir machen das Licht von Let's Dance. Einfach wild. Genau so. Das war im Takt, oder? Das war mega. Ganz anfangen, ja, krass. Direkt. Also ich finde es wirklich wahnsinnig zu sehen, einfach wie viele Knöpfe hier sind, wie viele Bildschirme, wie viele Chipstüten. Die Nervennahrung, die gehören auch dazu. Natürlich. Nein, aber da wirklich durchzublicken und das dann in so einer Live-Situation zu fahren. Eine letzte Frage an dieser Stelle.
Gibt es denn auch die Situation oder gab es die schon mal, dass du irgendwas gedrückt hast, was eigentlich programmiert war und dann nicht so funktioniert hat, wie man das wollte? Sowas passiert oft in der Probe natürlich. Was wir mal hatten, war ein Systemausfall im Song. Oh. Genau, man kann sich vorstellen, dass die ganzen Pulte, das sind eigentlich nur Computer und unten stehen nochmal Server und die sind alle mit dem Netzwerk verbunden. Und wir sind alle sozusagen wie auf so einer LAN-Party früher verbunden. Und die laufen alle im Sync und dieser Sync ist abgebrochen. Und das heißt, wir hatten alle keine Kontrolle mehr über das gesamte Licht. Was ganz gut ist, dass wir immer so einen Backup-Fall haben, dass dann halt alles weiterhin anbleibt. Wir haben keine Kontrolle, es bleibt aber immerhin an. Und dann kam es halt mitten im Song wieder. Und das hatten wir mal. Und da geht eigentlich so ein bisschen der Hintern auf Grund, also auf Eis. Das muss man schon sagen. Und es ist dann schon ein bisschen so, boah. Da rutscht man hier nochmal eine Runde tiefer unter das Pult wahrscheinlich. Und man ist ein bisschen nasser im Gesicht. Und ja. Udo, an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und das waren sie, die Einblicke in Raumschiff Udo Price hier bei Let's Dance. Ja, ich bin ja nicht alleine, ne? Vielen Dank, Udo. Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auf die nächsten Shows mit eurem Licht. Ja, cool. Ich drück nochmal ein bisschen. Auf jeden Fall. Udo, vielen lieben Dank für die Einblicke. Und ich glaube, wir wissen alle, Nervennahrung an so einem Abend ist so, so wichtig. Aber hallo. Und Alex, da die Frage an dich. Bist du letztes Jahr, ich sag mal aus deiner Zahnarztperspektive, ab und zu mal Backstage rumgegangen und hast gesagt, Schoki, das ist nicht so gut für die Zähne. Das ist nicht so gut für die Zähne. Nikolas Buschmann hat doch immer so eine riesen Schokoschale da stehen gehabt, oder? Ja, ja. Ja, also viele naschen schon, ne, um schnelle Energie auf jeden Fall auch zu bekommen. Nein, da bin ich eigentlich ganz entspannt. Ne? Also viele wissen davon auch, dass ich natürlich als Zahnarzt tätig bin. Und da hatten wir eigentlich witzige Gespräche. Also ich erinnere mich an mit Vadim auch viele Gespräche. Wie soll ich meinen Kaffee trinken? Durch einen Strohhalm oder ohne? Wann soll ich meine Zähne putzen? Soll ich Zahnseide vorher oder nachher? Aber ich kann hier vielleicht schon mal einen Geheimtipp verraten. Oh, jetzt kommt's. Ja? Guckt mal, wir stehen doch morgens auf, essen in der Regel, also frühstücken und putzen dann die Zähne. Ja, so mache ich es auch. Und gehen ja dann aus dem Haus. Ja. Eigentlich ist das so ein bisschen verkehrt, weil es macht Sinn, die Zähne vorher zu putzen, die sauber zu bekommen, also die ganze Plaque, die auf dem Zahn drauf ist, zu entfernen, weil dann der Zucker aus der Nahrung sozusagen keine Bakterien mehr hat. Nein. Und den Stoffwechsel sozusagen nicht mehr tätigen kann und sozusagen die Säure nicht produziert wird und keine Karies entsteht und so weiter. Hast du deine Krankenkassenkarte dabei? Moment, ich muss das kurz verarbeiten. Und, ich habe es bisher falsch gemacht die ganze Zeit. Ja, ich auch. Ja. Okay. Aber schön zu wissen, also es gibt nicht nur Tipps zu Let's Dance und wie man richtig tanzt, sondern eben auch über die richtige Zahnhygiene, weil man muss ja auch ein bisschen strahlen auf dem Tanzparkett. Und das hast du letztes Jahr auch gemacht, deine Premiere. Jetzt war es letztes Jahr ein relativ kurzes Vergnügen leider. Show 1 war dann schon wieder das Ende angesagt. Dieses Jahr bist du in Papa-Pause, Papa-Tanzpause. Yes. Aber wann dürfen wir dich denn wieder auf dem Parkett sehen? Ich habe da sowas gehört. Ja, wir schauen mal. Ne? Also vielleicht gibt es die eine oder andere Möglichkeit dieses Jahr. Es hat mir riesig großen Spaß gemacht letztes Jahr. Ne? Also klar, kurze Reise, aber trotzdem sehr, sehr intensiv. Und das Ganze auch, was ich hier gezeigt habe, hinter den Kulissen mitzubekommen, Lichter, Inszenierung, Regisseure, wie die arbeiten. Ey, das ist so der Hammer, so eine hammergeile Show einfach, die da jede Woche sozusagen auf die Beine gestellt wird. Und nicht nur 2-3 Mal, sondern über 3 Monate. Ne? Und dann die Tour on top und so weiter. Mal gucken. Ne? Also das bleibt für die Zuschauer ein bisschen sozusagen noch eine Spannung, ob wir dieses Mal mit Patricia oder wie auch immer nochmal vielleicht auf der Let's Dance-Fläche zu sehen sein werden. Aber, Thema Profi-Challenge. Yes! Du bist am Start, ne? Ja, ich bin am Start. Ja, das kann ich schon mal verraten. Freue ich mich drauf. Ne? Also dieses Mal haben wir auch so ein bisschen ein anderes Konzept, darf ich noch nicht so viel rausplaudern, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ein bisschen anders. Man wird dich bald wieder auf dem Parkett sehen. Mich kann man gleich auf dem Parkett sehen. Ich würde sagen, Profi-Challenge. Minus 1000 Level, einmal runter. Ja, doch, du wirst es gleich sehen. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja, das Licht ist schon aus. Wenn ihr ein bisschen Lust habt auf, wie Vika sagt, Hüftaktionen, dann macht ein bisschen Platz zu Hause. Hier kommt der Salsa. Der sexy Salsa. Yeah. Eine neue Woche, ein neuer Tanz. Vika, was gibt's? Chiki, chiki, boom. Salsa! Okay. Salsa, Salsa, Salsa. Nicht die Soße. Ja. Der Tanz. Okay, gut. Okay. So, mein Lieber, wir starten mit dem Schritt erst einmal. Ja. Wir haben immer den linken Fuß, der nach vorne geht. Der linke Fuß, der nach vorne da geht. Da geht's schon los. Der andere linke Fuß. Wo war nochmal links und rechts? Ja, okay, das ist der hier, ne? Das ist der hier. Nur nochmal zu sehen. Da wurde das Bändchen da, in grün hast. Da ist links, okay, gut. Ja? Und, okay, und linker Fuß schließen, rechter Fuß. Und 1 und 2. 3 und 4. Genau, Hüften ganz locker. Chiki, chiki, bum. Chiki, chiki, bum. Das ist der Grundschritt nach vorne und nach hinten. Mhm. Das Ganze kann man auch zur Seite machen. Wir gehen mit links zur Seite. Chiki, chiki. 1.
Chiki, Chiki, 2. Chiki, Chiki, 3. Chiki, Chiki, 4. Mal ganz kurz zu der Achterbewegung. Das ist eine ganz wichtige Bewegung für die Hüfte. Mhm. Wir stellen uns schulterbreit. Ja. Nehmen mal beide Arme auf die Hüfte und stellen uns vor, dass um unseren rechten Fuß und unseren linken Fuß jeweils ein Halbkreis da ist. Mhm. Ja? Also einmal hier ein halber Kreis, hier treffen wir sich und dort ein halber Kreis. Das ist quasi die 8. Und diese 8 malen wir mit unserer Hüfte. Das heißt, die beiden Hüftknochen wären deine zwei Stifte. Und du musst den rechten Stift einmal hier von vorne nach hinten malen. Und jetzt ganz wichtig, Übergabe zum linken Stift von vorne nach hinten. Und? Vorne nach hinten, vorne nach hinten. Wenn du nach vorne gehst, bringe deine Hüfte erstmal hinten rechts. Mhm. Noch nicht wechseln. Ja. Also nochmal vorne. Da, hinten rechts. Lass die Schulter gerade. Ah ja. Gut. So, und jetzt hast du eine Diagonale. Spürst du die? Ja, es zieht ein bisschen im Rücken. Genau. Das ist jetzt diese Verbindung zwischen beiden Achtern. Jetzt fährst du hier diagonal nach vorne und gehst nach hinten. Wieder. Diagonal nach vorne und fährst nach hinten. Diagonal nach vorne, nach hinten. Diagonal nach vorne. Ja, das war sehr gut. Diagonal nach hinten. Diagonal, super. Die rechte Hüfte, super. Und die linke? Die linke ist ein bisschen, die stockt da. Das ist die künstliche. Die stockt dazwischen. Was hast du da? Die rechte. Okay. Die ist weich und die ist so. Ja, ich merke es auch, dass merkst du das? Das schabt irgendwie im Gelenk. Ich habe dich nicht kaputt gemacht, okay. Das war schon so. Erstes Mal, zweites Mal, drittes Mal, Rücklauf schließen. Und vor, ba, ba, vor, ba, ba, vor, ba, ba, Rücklauf schließen. Okay. Links und zu, aus dem Weg. Du hast einen falschen Fuß gemacht, ich habe es gesehen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Habt ihr das? Oh. Links am Platz. Rück und, schon wieder falsch. Scheibe. Dieser geht. Rück und, okay, noch einmal, jetzt kriege ich es hin. Jetzt krieg ich. Versprochen, versprochen. Ich guck dich an. Achtung, jetzt aus. Das geht's doch nicht, schon wieder der falsche. Als ob ich links und rechts nicht unterscheiden kann. Ich erinnere dich an unsere Abmachung. Jeder Schrittfehler oder Tritt auf meinen Fuß, 10 Liegestützen. Oh nein, nicht schon wieder. Na klar. Oh Gott. 1, 2, 9, 10. Sind wir fertig? Das? Sind wir fertig? Nein. Oh. Aufstehen. Okay. Also wenn du zumindest nicht eine Hüfte kriegst, kriegst du zumindest schöne Oberarme. Okay, immerhin das. Von jetzt, Anfang an? Jetzt zusammen oder noch nicht? Gleich. Okay, gleich. Ich bin schon zusammen. Wieder übermütig. Okay. Erstmal die Hüfte eintanzen. 7 und. Erst. Tschüss. Hallo. Oh, es ist unangenehm. Der Boden ist so schön. Ja, es ist so unangenehm. Der ist so schön. Okay, links. Ja, okay, aber mach mit. Du hast einen Schrittfehler gemacht. Oh, verdammt, du bist... Oh, das geht... Oh. 8, 5, 6, 7, go. Zusammen. Mal kurz im Spiegel. Gut. Puppe zu schicken? Yes! Puh. Gut! Okay. Immerhin mal aus dem Weg gegangen. Ja. Okay. Ich habe gelernt, Salsa ist ein Tanz, bei dem man der Frau am besten aus dem Weg geht. Gott! Ja, richtig! Ich kann nicht aus dem Weg. Geh doch mir einfach aus dem Weg. Aber weißt vielleicht so habe ich dich einfach zu lieb und ich kann einfach dir nicht aus dem Weg gehen. Vielleicht ist es das. Es geht einfach nicht. Ich hätte dich auch lieb. So aber die Hüfte haben wir zumindest ein bisschen entdeckt. Da bin ich schon mal wirklich beruhigt, weil ich dachte, dass wir sie gar nicht mehr finden. Richtig gelogen. Aber gut, wenn du das sagst. Also die ist schon da. Die muss man nur richtig benutzen. Ja, ich hoffe, ihr habt sie gefunden bei euch. Also Achterbewegungen sind entscheidend. Ja? Die Salsa. Achterbewegungen, weiche Knie. Mhm. Und wenn wir den Change of Place machen, bitte geh mir aus dem Weg. Guck mal, so, jetzt gehe ich dir aus dem Weg. Tschüss. Und ciao. Okay, ich sag mal so, passend zur Show am Freitag, Shakira made in Germany. Ich brauche eine neue Hüfte. Wo kann man Hüften kaufen? Alex, du hast direkt gesagt währenddessen, ich habe den ultimativen Tipp für die Hüfte. Ja, aber was ich witzig fand,
Spürst du die Diagonale? Er zieht was im Rücken. Vor allem hier so, das ist links und das ist rechts. Also warum habe ich das nicht unterscheiden können? Damit bist du aber nicht alleine, ey. Geil. Rechts nee, aber links. Schau mal, beim Tanzen ist das wirklich so, man muss das Fleisch, was auf der Wirbelsäule hängt, man sagt auch so Dönerspieß, ne, dazu. Ja. Das hört sich ziemlich ähnlich an. Muss man kneten, ne? Mhm. Und jetzt durch die Corona-Krise, das ist so witzig. Nein. Das ist so witzig. Wir haben ja, also ihr beiden nicht, aber viele von uns und ich auch ein bisschen Fettröllchen bekommen. Dankeschön ne? für dieses Seite. Kompliment. Und man muss die einfach so ein bisschen zusammenbringen. Und dadurch hast du schon mal zumindest ein bisschen Hüfte, die seitlich ist. Und wenn du das dann in die Diagonale bringst, dann hast du hier die Fettröllchen, die zusammenkommen und da sich strecken. Ich erspare uns allen, das jetzt hier nachmachen zu wollen. Aber ich habe gefühlt noch ein ganz anderes Problem. Ich glaube, Basti meinte auch letzte Woche, dass er gefühlt jeden Schritt denken muss. Ich muss auch jeden Schritt denken. Ich kann mich gar nicht fallen lassen, sondern ich sehe immer nur, okay, jetzt kommt das, deswegen gucke ich auch immer so verbissen. Was kann ich tun? Ja, aber das ist auch natürlich, muss man sagen, also sowohl an dich, aber auch an alle Prominenten, großen Respekt, das ist brutal viel zu lernen. Na, das sind jetzt nicht 3 Figuren und wir haben 17 Stunden Zeit dafür irgendwie. Das ist ja mega viel und tolle Choreos auch und anspruchsvolle Choreos. Irgendwo, wie die Jury auch oft sagt, muss der Knoten platzen. Mhm. Und dann hat man sozusagen diesen freien Kopf und so weiter. Und muss man sozusagen nicht mal in die Schritte denken, sondern vielleicht an die Ausführung. Ne? Und du hast ja wirklich Minuten Zeit nur gehabt, um diesen Tanz sozusagen zu lernen. Das heißt, es war gar nicht möglich. Ja, es war genau. Ja. Also wie, Kai, ich finde, du hast das schon gut gemacht. Wie viele Liegestütze hast du an dem Tag gemacht? Viele, sehr, sehr viele. Grüße, Vika, an dich. Liegestütze für schöne Oberarme. Ja. Das finde ich schon mal gut. Von schönen Oberarmen zu schönen Tänzen. Gibt es für dich so einen Tanz, wo du sagst, so, ach, das ist tatsächlich mein absoluter Lieblingstanz? Du, ich liebe ja die Standardtänze besonders. Der Tango, der hat schon auf jeden Fall Pep dahinter, weil ich finde, du hast einmal schöne Linien, schöne Beinlinien da und andererseits hast du ziemlich viele Gefühle, die du zeig mal die schönen Beinlinien, wie sehen die aus? So? Da. Tada! Yes. Zwei schöne Beinlinien. Haben wir das auch geklärt? Ich habe ja so Beinkurven. Na, Quatsch. Aber zurück zum Tango, was hat er noch Schönes? Der hat viel Romantik, viel Leidenschaft und ich finde, das ist ganz cool. Und man hat ja zwei verschiedene Varianten, vor allem die man bei Let's Dance tanzen kann. Den internationalen Tango, also mehr in der Standardhaltung, und den Tango Argentino, der ein bisschen mehr flirty ist, der ein bisschen mehr gebunden ist. Und diese Variation finde ich eigentlich ziemlich spannend und macht großen Spaß. Aber mal ganz anders gefragt, wenn man euch zuguckt, euch Tänzern und Tänzerinnen, denkt man immer, das ist die Perfektion pur. Mhm. Gibt es auch was für euch, vielleicht jetzt speziell bei dir, was du überhaupt nicht leiden kannst und was du vielleicht auch nicht so gut kannst, aber es gut kaschieren kannst? Ja, das ist eigentlich das Ding. Also man muss das gut kaschieren können und vor allem mit Leidenschaft machen, weil dann fällt das weniger auf, dass du vielleicht etwas nicht kannst. Also zum Beispiel, ich mag eigentlich Hebefiguren auch und bin da eigentlich nicht so schlecht darin. Das heißt, aber du spielst viele schon mit dem Gedanken, ne? Genau. Komm, du bleibst hier, dein Angel für heute. Okay. Ne, wie heißt die Baby bei Dirty Dancer? Aber Angel, genau. Ich hab's bis hierher gehört, den Gedanken. Aber natürlich muss man sagen, für uns Standard- und Lateintänzer sind solche Bewegungen wie Hip-Hop und so weiter. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein bisschen fremder. Das heißt, man muss sich da auch so ein bisschen reinfuchsen. Und genauso wie bei euch oder bei den Promis braucht man ein paar Tage Zeit, bis der Körper sich sozusagen dran gewöhnt hat. Und wenn der Muskelkater einmal raus ist, dann hat man es auch sozusagen im Fleisch drin. Und dann funktioniert es auch. Der Dönerspieß. Also wir halten fest den fleischbehangenen Dönerspieß. Was hast du gesagt? Die Fleischlappen an der Wirbelsäule? Du musst dir ja so vorstellen, die Wirbelsäule, da kommt der Knochen ist raus, der Spieß. Ne? Genau. Okay, von diesem Thema zu dem Thema, was du sehr gerne magst. Hebefiguren oder besser gesagt Stunts. Es gibt ja ein Pärchen, das wir leider am Freitag nicht sehen konnten auf der Bühne, nämlich René und Katrin. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie am kommenden Freitag wieder mit dabei sind. Und wir haben mal gefragt, wie das Training so läuft. Sie sind wieder zurück und sie haben uns verraten, was sie aufs Parkett zaubern. Hallo. Wir sind wieder back, wir sind wieder am Start, wir sind wieder voller Motivation und ich rede einfach weiter, dass die Katrin nicht zu Wort kommt und wir sind einfach happy. Uns geht's wirklich gut, wir sind noch dankbarer, als wir es ohnehin vorher schon waren und wir geben noch mehr Gas, als wir vorher schon Gas gegeben haben, weil wir die Zeit einfach noch mehr zu schätzen wissen und was weiter? Und nee. Ja, wir freuen uns einfach auf die Show. Ja, auf jeden Fall, also die Woche da im Hotelzimmer zu sitzen, war nicht so schön gewesen. Und jetzt wollen wir die ganze Energie rauslassen und einfach Vollgas geben. Ne? Ist das schon ein bisschen Tanzchoreo hier? Nein. Ich glaube nicht. Und wir dürfen euch schon den Tanz verraten. Wir werden diesen Freitag eine Samba tanzen. Was war das? Oh, was ist das? Aber
Samba, oder? Das gehört nicht zur Choreo. Nee? Achso. Nee, das war spontan. Ja, wir tanzen einen Samba. Aha. Dein Favorite Dance, kann das sein? Ich liebe jeden Tanz. Sie Jeder Tanz ist ja. mein Lieblingstanz. Ja, bei mir genauso. Nee, Samba und Rumba sind so die Tänze, wo ich Angst habe. Aber Samba... fangt an Spaß zu machen. Fangt ne? an Spaß zu machen, ganz ehrlich. Musik ist super, aber verrat mir noch nicht. Und wir können richtig Energie rauslassen und richtig Stimmung geben. Von daher, ja. Wir freuen uns riesig auf die Show. Vielen Dank an euch beide. Wir drücken natürlich alle Daumen Freitag. Und jetzt, Alex, die Frage aller Fragen. Wer wird am Ende Let's Dance gewinnen, aus deiner Sicht? Tricky, wir sind ja noch nicht mal bei der Halbzeit. Mhm. Na, das ist, gerade da ist so eine Entwicklungsphase. Und für mich persönlich ist wirklich das Schönste zu sehen, wie die Promis sich mit ihrem Profi dann entwickeln. Ja? Und ich glaube, gerade jetzt, ab dieser Woche, geht es richtig ab und es wird so ein bisschen heißer. Vor allem, ich meine ja, Viertelfinale und Halbfinale nähern sich schon so ein bisschen. Und das sind eigentlich auch für mich persönlich die entscheidenden Runden, weil wer da einmal drin ist, also sage ich mal so in der Top 5, Top 6, ja, der möchte auch unbedingt ins Finale. Ja. Gerade ist das noch so ein bisschen die Einstellung, du, ich möchte auf jeden Fall nächste Woche dabei sein und durchkommen. Aber wenn du einmal Blut geleckt hast und sozusagen da vorne mitspielst, da willst du auch auf jeden Fall durch. Und viele haben das Potenzial. Es kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen auf die Entwicklung und vor allem das Durchhaltevermögen an. Weil es ist eine lange, lange Show. Du sagst, es ist eine lange Show und man merkt auch jetzt schon, wenn man sich mit den ganzen Promis und Profis unterhält, also es kommen immer mehr Tapes dazu, die angewendet werden. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das wirklich auch für den Körper bedeutet, so von 0 auf 1000. Wer im Finale steht, das werden wir sehen, allerdings erst in ein paar Wochen. Wie sieht denn euer Finale so aus? Ihr habt im Januar geheiratet, ich glaube standesamtlich. Ja. Gibt es ein Hochzeitsfinale in absehbarer Zeit? Lädst du uns wieder ein zu einer Hochzeit? Ja, so als Blumenkinder vielleicht. Stimmt, letzte Woche mit Luca. Wir laden das immer ein. Wir haben noch ein paar Termine frei. Also, was ich versprechen kann, ihr seid auf jeden Fall eingeladen. Yes, yes. Das live, also das kann ich nicht mehr zurücknehmen sozusagen. Wir würden uns anbieten, vielleicht so eine kleine Tanzshow-Einlage. Auf jeden Fall. Du als Speaker, ne? Als Mika, dann fliege ich. Ich mache schon mal die Liegestütze. Okay. Aber ernsthaft, steht noch irgendwas ins Haus in die Richtung? Ja, also wir haben große Pläne und also auch private Pläne, nicht nur beruflich. Wir denken Hochzeit dieses Jahr noch nicht, weil das Baby jetzt ein bisschen so mehr Aufmerksamkeit braucht, logischerweise. Aber möglicherweise nächstes Jahr. Ja, seid gespannt, mal schauen. Das braucht auch eine gute Planung. Aber da haben wir auch ein tolles Team dafür. Und ja, tatsächlich. Es ist schon ein kleiner Traum, auch so ein Grundstück zu haben, ein Häuschen. Und da schauen wir uns auch um. Da muss Happy ich schon, Family. Also, ehrlich sagen. Schöner kann man das hier nicht beenden, den Nähkästchen Talk. Wir drücken alles, danke, was wir haben. An Daumen für die Zukunft. Was drücke ich denn jetzt hier noch alles? Ja, nach deinen Hüften und so weiter. Trainiert schon mal fleißig, ja, auf jeden Fall. Fürs nächste Jahr. Ich habe diesen gepackt. Dann ist auf jeden Fall die Hochzeitsgesellschaft schneller wieder weg, als du gucken kannst, wenn wir anfangen zu tanzen. Aber wir kommen sehr gerne, wir freuen uns. Cool. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Alex, wir sagen Dankeschön an dich, dass du da warst und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und natürlich wünschen wir keinem, dass er irgendwie ausfällt in den nächsten Shows, aber wir freuen uns auch immer wieder, Patricia zu sehen und natürlich auch dich, spätestens in der Profi-Challenge. Yes. Und wer bis dahin noch mehr Let's Dance haben will, der es kann das natürlich gibt haben. Let's Dance ohne Ende wieder. Bei Audio Now könnt ihr euch den Podcast reinziehen mit Martin Tietjen. Er hatte Moritz Hans zu Gast, der war ja auch schon bei uns. Toller Typ, also auf jeden Fall da mal reinhören. Und du hast auch noch was vorbereitet, ne? Ja, wie immer sehen wir uns am Freitag, haben wir quasi unser Let's Dance Warm-Up-Date um 19 Uhr live auf Instagram, Facebook und auf YouTube. Und es gibt natürlich auch die Reaktion direkt im Anschluss live. Und da muss ich sagen, das ist immer ein bisschen emotional. Mhm. Also das ist irgendwie auch eine schöne Stimmung. Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche und tanzt schön. Und wir sehen uns auf der Hochzeit, ne? Yes, unbedingt. Wir freuen uns. Trainiert schon mal. Das ist einfach immer so schnell vorbei. Ja. Was machen wir jetzt? Wir gucken einfach noch mehr Let's Dance. Na echt? Ja, guck mal hier. Oh. Videos. Und wenn ihr wirklich keins verpassen wollt, kein Video, dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Hier in der Ecke. Wenn ihr euch die Folge vom Freitag nochmal angucken wollt, dann natürlich auf RTL Plus. Wo denn auch sonst.